Fürth. Nach einem berauschenden Sieg gegen Münster folgte zuletzt dann die Niederlage spät gegen Fortuna Köln. Was habt ihr aus dem Spiel mitgenommen? Habt ihr irgendwelche Lehren daraus gezogen? Ja, klar, zieht man immer Lehren daraus. Zum einen, was man monieren kann, ist die Effektivität. Wir haben ja hundertprozentige Torchancen gehabt, die wir nicht genutzt haben. Sonst gehst du als Sieger aus dem Spiel hervor. So war es halt Fortuna Köln. Wir müssen abgezockter sein. Wir sind noch zu lieb in einigen Situationen. Wenn ich sehe, dass der Gegner beim ersten Tor 15 Meter weiter vorne den Freistoß ausführt und wir da am Schlafen sind, zu leichtfertig dann uns teilweise wegdrehen, den Gegner Freistoß ausführen lassen und der Gegner uns das vormacht, wie kaltschnäuzig und wie abgezockt man dann teilweise in bestimmten Spielsituationen sind. Und das sind so Themen, da müssen wir lernen, da müssen wir auch selber mal ein bisschen dreckiger sein, auf gut Deutsch gesagt, weil es geht letzten Endes um Sieg und Niederlage und da müssen wir auf jeden Fall diese Themen nochmal für uns vergegenwärtigen und auf jeden Fall von der Stelle bewegen. Jetzt folgt das dritte Heimspiel in Folge, eine ganz andere Mannschaft. Ich würde sagen, eine typische, spielstarke U23-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Geht man in so ein Spiel dann anders rein? Wie seid ihr vorbereitet? Ja, im Endeffekt bereiten wir uns immer auf jeden Gegner so vor, dass wir deren Stärke und Schwächen sowie Standardsituationen, Ausrichtungen natürlich offensiv wie defensiv bis ins letzte Detail analysieren und darauf basierend gucken, was wir vor allem als Schwäche für uns nutzen. Fakt ist, wie du gesagt hast, eine spielstarke Mannschaft, die sehr variabel in der Spieleröffnung, im Spielaufbau ist, Übergangsspiel ist. Das heißt, mit Verschiebungen, Linksverschiebung oder Rechtsverschiebung oder dass auch ein zentraler Spieler immer wieder in der Dreierkette auf dem Halbfeld abkippt. Das heißt, sehr oft ein Aufbau über eine Dreierkette stattfindet. All das sind Themen, die wir schauen müssen, wie wir das gestoppt bekommen, wie wir dann auch dagegen angehen, defensiv. Aber wir müssen trotz alledem den Mut und das Selbstvertrauen haben, selber das Spiel in die Hand nehmen zu wollen, weil der Gegner auch Probleme meiner Meinung nach hat in der Defensive, im Verteidigen. Und wir somit unseren Willen dem Gegner aufdrücken müssen, anstatt dann nur hinterherzulaufen. Das heißt, der eigene Ballbesitz für uns wird sehr wichtig sein, dass wir auch selber variabel sind, selber kreativ sind, selber auch den Gegner vor allem in der Defensive vor Probleme stellen. Ja, letzte Woche war auch ein Thema die Personalsorgen, vor allem in der Offensive. Wie sieht das für das kommende Spiel aus? Ja, wir haben insgesamt 8 Ausfälle, ne? Darf man nicht vergessen. Das war ja im letzten Spiel auch so. Wir haben zusätzlich noch jetzt diese Woche Erkältungen grippalerseits noch hinzubekommen. Das heißt, Eli Ramay liegt im Bett, Exocé Anzuana liegt im Bett, Julian Schwermann liegt im Bett mit Grippe. Dementsprechend müssen wir schauen. Wir haben noch 2 Tage, inwieweit das reichen wird, dass die 3 auf jeden Fall dazukommen. Ansonsten haben wir Mause, dann Janis Held mit muskulären Problemen, die definitiv auch ausfallen werden. Dann haben wir natürlich die Langzeitverletzten, so dass wir auf 8 Spieler kommen, die uns letzten Endes fehlen. Und das ist ein herber Verlust. Nichtsdestotrotz brauchen wir nicht zu jammern. Wir müssen dann das Beste mit den Spielern machen, die da sind, die auch den Anspruch haben zu spielen, die Vollgas geben müssen und zeigen müssen, warum sie hier bei Alemannia Aachen sind. Und da bin ich und hoffe ich, dass das auch dementsprechend so umgesetzt wird. Der ein oder andere wird auch eine Chance bekommen, von Anfang an zu spielen. Wir werden auch aus der A-Jugend Yasha Iris mitnehmen in den Kader, den wir sogar vom Lehrgang rausgeholt haben, Mittelrhein-Auswahl-Lehrgang, und dementsprechend gucken, dass wir auf eine vernünftige Kadergröße kommen. Ja, dritte Heimspiel in Folge. An die Kulisse könnte man sich gewöhnen, oder? Ja, da brauchen wir uns nicht zu beschweren. Wir haben einen super Zuschauerschnitt und letzte Woche leider unsere Fans nicht mit einem Sieg oder mindestens mit einem Punkt belohnen können. Das ist sehr schade. Aber wir sehen, dass trotz alledem unsere Fans an die Mannschaft glauben und auch die Situation, in der wir sind, personell halt arg gebeutelt, auch vielleicht richtig realistisch einschätzen können. Dementsprechend wissen, dass wir noch mehr diese Unterstützung brauchen, vor allem die Jungs, die auf dem Platz sind, einfach diese Rückendeckung auch brauchen, so dass wir vor heimischer Kulisse idealerweise den nächsten Sieg einfahren nach der Niederlage letzte Woche gegen Fortuna. Danke dir. Danke auch.